Achtung, kurze Ansage. Bitte trennt das, was Gameloft in dem Update gemacht hat, mit mir als Person, als YouTuber, der euch das, was gekommen ist, zeigt. Es hat keinerlei Zusammenhang dafür, wenn ihr mir ein Dislike dafür drückt, wenn ihr sagt, der Düsi unterstützt das und macht Reviews von den neuen Waffen. Leute, wenn ich es nicht mache, machen es andere und ich schneide mir selbst ins eigene Fleisch, wenn ich die Klasse bekomme, kein Review für euch mache und dementsprechend nicht euch das Video mache. So, dementsprechend trennt das Video von dem, was Gameloft in dem Update gemacht hat und wie Gameloft das Spiel to pay to win gemacht hat und zerstört hat. Danke. Und damit Servus Leute, hier ist euer DCBS mit einem brandneuen Video. Modern Combat 5 ist da und ich habe ein Update-Review für euch. Und zwar von dem Update, das heute rausgekommen ist. Und ich möchte da natürlich mit aller Frische auf alles eingehen. Und hier haben wir erstmal eine Werbung für die neuen Waffen, die mit der neuen Klasse gekommen sind. Und das drücken wir jetzt einfach mal weg. Und wir sehen hier schon mal an dem Bildschirm, der kommt, wenn man sich anmeldet und seinen täglichen Bonus gained. Man bekommt, würde ich sagen, alle 2 Tage VIP-Punkte, die das VIP-Level steigern können. Also, finde ich eigentlich ganz gut, dass man da auch VIP-Punkte bekommen kann, aber 20 Punkte ist natürlich nicht viel im Vergleich zu dem, was man braucht, um zum Beispiel aufzusteigen. Dementsprechend nehmen wir einfach mal den Power-Anspruch. Hier sehen wir schon die neue Klasse, aber wir gehen erstmal zu dem VIP, wo wir gerade schon waren. Ich bin VIP Level 4. Und habe eben 1063 Sachen investiert. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre mehr gewesen. Aber ich glaube, ich habe immer in den Sales gekauft. Also immer, wenn es billiger war, man doppelte Punkte bekommen hat für halbes Geld. Dementsprechend kann das durchaus sein. Und ich habe dementsprechend bekommen, hier sehen wir es ja, ein Elite-Paket, diese ganzen Boni hier unten. Dann habe ich für den zweiten nochmal ein Elite-Paket, einen Tag Power-Benutzer. Dann nochmal 2 Elite-Pakete, 1 Tag Power-Benutzer und jetzt sind wir hier, wo ich momentan bin, 4 Elite-Pakete und 2 Tage Power-Benutzer. Außerdem kamen da, glaube ich, noch 2 Camos dazu, einmal ein Körper-Camo und einmal eine andere Camo für die Waffe. Jetzt sehen wir hier, das Ganze geht noch weiter bis zu 5, 6, 7, 8, 9, 10 und hier bei ab 6 schaltet man ein extra Waffenset frei, finde ich ganz witzig, aber natürlich, um 6 zu bekommen, braucht man 4300 Coins, muss man investiert haben, das heißt über 200 Euro und das ist einfach viel zu übertrieben, meines Erachtens. Dieses ganze VIP-System ist eigentlich sowieso zum Kotzen, es ist eigentlich nur in der Hinsicht ein Vorteil für Leute, die wirklich da viel Geld investiert haben und ich denke mal, die ganzen Spieler, ich nenne sie jetzt einfach mal Elite, die nicht auf Pay-to-Win sind, haben das nicht gemacht. Hier sehen wir schon, um das höchste Level zu werden, ist Level 10. Sieht zwar ein geiles Logo aus, aber man braucht 30.000 VIP-Punkte. Das ist nichts anderes als 30.000 Credits, die man gekauft hat. Und ich denke mal, das läuft um die, wie viele Euro sind. Das sind auf jeden Fall über 1.000 Euro, die man da reingesteckt haben muss. Und was kriegt man? 30% EP im Waffenpunkte-Bonus, 35%ige höhere Chance auf Vorratspakete und lauter so ein Schmarrn. Option für privates Spielerprofil und Veteranenstatus. Also Leute, wenn ihr Veteran werden wollt, dann müsst ihr 1200 Euro ausgeben, dann habt ihr es automatisch. Das ist völliger Bullshit, ganz ehrlich. Aber wir können es nicht ändern, es ist einfach so. Und jetzt haben wir hier noch exklusiv für VIPs, da sieht man, was man bekommt, wenn man die ganzen VIP-Level schafft. Bei Level 3 bekommt man den Panda-Knaller, habe ich schon. Bei Level 4 bekommt man die Karneval, habe ich auch schon. Level 5 die Pistole, Level 6 bekommt man die Vorbildhandschuhe. Diese Vorbildhandschuhe sind, soweit ich weiß, vom Paragon ein Teil. Und ich weiß nicht, ob man den Paragon auch in der Ding bekommt. Das heißt der Vorbild in den Elite-Paketen, aber auf jeden Fall so kann man ihn bekommen, wenn man 6, 7, 8, 9 Level hat. Also Elite-Paket 9 und bei 10 wird man dann Prestige-Master. Jetzt sehen wir noch hier Power-Benutzer, die Preise haben sich meines Erachtens nicht verändert. Und dann hier die Credits, da sieht man es auch schon. Ich kann übrigens Gratis-Videos schauen, dass wir für jeden Credit genau einen VIP-Punkt bekommen. Und das geht eben hier hoch bis zu 2300. Gratis geht auch, aber ich denke mal, da bekommt man keinen VIP-Punkt, das probiere ich später noch aus. Aber davon gehe ich mal nicht aus, steht auch nicht dran.
Gut, das ist die Änderung, die bezüglich VIP-Punkte betrifft. Wir können gleich mal schauen, ob was ein schwarzes, tolles im Schwarzmarkt ist. Nee, ist nichts Tolles, habe ich alles. Und dann sehen wir die Bündel. Der Kopfgeldjäger kostet 25 Euro und es steht dran, dass es einen Wert von 50 Euro hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur so eine Masche ist, um die Leute zum Kauf zu bewegen oder ob die wirklich dann mal irgendwann auf 50 Euro hochgestuft wird. Aber Leute, was ist los mit Gameloft? 25 Euro für eine Waffe mit 7... für eine Klasse mit 7 Waffen. Es ist so hart übertrieben. Ich hätte gesagt, wenn man die Waffe, also die Klasse zwischen 3 und 5 Euro angesiedelt hätte, dann hätte ich das noch einigermaßen als rentabel gesehen. Aber 25 Euro ist einfach ein bisschen zu viel. Kann ich mich übel, extrem drüber aufregen, aber ich kann es nicht ändern, Leute. Und dementsprechend bewertet bitte dieses Video nicht danach, was Gameloft für eine Scheiße abzieht, sondern danach, wie es euch gefällt, wie ich das Video gemacht habe und was ich gesagt, also ja genau, wie ich das Video gemacht habe und nicht, was Gameloft für Futures eingebaut hat. Für die kann ich nämlich nichts. Und hier sind wieder die ganz normalen Futures, die haben sich nicht verändert. Genau. So, jetzt sehen wir hier schon mal, es sieht ganz anders aus, der Screen, also der Bildschirm. Sieht schon mal anders aus von der Aufteilung her. Das war wie in dem Screenshot, den ich euch gezeigt habe. Der Chat ist jetzt hier unten links. Dann das Waffenset ist in der Mitte. Und ja, und rechts sind noch die Aufteilung zwischen Events, Kampagne und Mehrspieler. Außerdem haben wir hier oben noch... Ah, hier oben sind jetzt die Nachrichten reingerutscht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ich bin VIP Status 4, habt ihr gesehen. Hier sind jetzt, sehen wir jetzt die Booster von mir. Pakete sind zum Beispiel Promo für die ganzen Waffen. Ja, gut. Was ist noch Neues dazugekommen? Der Apple TV Status, aber das wisst ihr ja schon, dass man jetzt Apple TV spielen kann. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal in die Klasse rein, weil das ist ja das Besondere. Ich habe hier schon mal ein paar Waffensets gemacht, weil ich jetzt gleich noch die Reviews aufnehmen will für die ganzen einzelnen Klasse. Und deshalb schauen wir mal rein, was kann der Kopfgeldjäger? Was hat er für Funktionen? Und zwar nennt sich das der Abfackler. Wenn deine Kugel das Ziel trifft, fügt sie Brandschaden über Zeit zu, verwundet den Feind noch mehr. Okay, das heißt vom Prinzip, dass wir, nennen es einfach mal, wir haben ja, FMJ Rounds, und zwar die treffen und machen mehr Schaden, so sehe ich das jetzt mal. Ach so, das ist übrigens auch das, was ihr gesehen habt bei dem kurzen Video, das ich schon mal gemacht habe mit jedem der Waffen, dass wenn man die Klasse spielt, hat man der Schussbutton hat so ein rotes Nachschimmern. Ich gehe davon aus, dass es genau diese Fähigkeit eben ist, dass es heißt, wenn deine Kugel das Ziel trifft, fügt sie noch ein bisschen Brandschaden hinzu, um das zu erklären. So, jetzt schauen wir rein, was kommt hier rein? Outfit anpassen. Wir haben hier einmal die ganz normale, das ganz normale Anpassungsset sozusagen von dem. Dann haben wir hier eben noch unseren normalen Anzug spielen, wobei das war ja das genau dasselbe. Da haben wir noch die Legions, können wir noch ausrüsten, was natürlich mega OP ist, weil dann kannst du nämlich auch noch nicht gemessert werden. Dann können wir hier noch Hazel spielen, Werwolf oder den neuen Santa. Der Santa bringt Geschenke, aber waren alle sehr, sehr unartig. Das heißt wohl nichts anderes, als dass explodierende Granaten hinterlassen werden. Ein gefrorenes Gebiet, das Feinde verlangsamt und die Vorräte ihrer Waffen reduziert. Also vom Prinzip sehe ich das so, dass die Granaten einen Nachschaden haben und ein Nachbeben haben, dass dann im Nachhinein noch irgendwie die Map frost. Gut. Schauen wir uns noch die ganzen Skillpunkte der Klasse an. Hier haben wir nämlich einmal, ich habe übrigens die Klasse von Gameloft bekommen, als YouTuber. Und zwar dementsprechend voll ausgerüstet mit allen Goldwaffen und bla bla bla. Ich habe sie mir nicht gekauft und ich... Es ist dieses Video dient auch rein zu Informationszwecken für euch. Ich will euch nicht zum Kauf raten, weil 25 Euro muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich werde hier keinerlei Wertung abgeben. Ich finde das System, dass sie das eingeführt haben, diese Klasse für Geld, finde ich richtig behindert, das wisst ihr. Aber ich will hier auf keinen Fall zu irgendeiner Wertung anstiften und dementsprechend werde ich mich nicht dazu äußern, dass ihr sie kaufen sollt. Ich habe sie rein zu Informationszwecken für euch, um euch zu zeigen, ob ihr die Klasse haben wollt, bekommen. Als Unterstützung. Gut. Schauen wir uns an, was wir hier für Perks haben. Und zwar einmal den Sammler. 50% deiner Kopfgeldanzeige kann am Ende der Partie eingesammelt werden. Am Ende dann 100%. Also vom Prinzip, dass wir den Diamanten das dann übertragen bekommen in unser Inventar. Dann haben wir hier. Anstatt aufgesammelt zu werden, geben Waffen am Boden 3 Diamantstab und ein Erstwaffenmagazin.
Also wenn du über Waffen am Boden rüberläufst, bekommst du Diamantenstaub und ein Magazin. Fertig aus. Nach Aktivierung dieser Fähigkeit geben die ersten zwei erzielten Kills zweimal Diamantenstaub als Belohnung. Ja, gut. Stabos, beginnt die Partie mit 20 Diamantenstaub, beginnt die Partie mit 30 Diamantenstaub. Deine Kopfgeldanzeige ist auf 80% gesteigert, dein Kopfgeld ist auf 100% gesteigert. Mit diese ganzen Sachen, also die Killstreaks haben eine Abklingzeit. Am Anfang läuft ein roter Balken durch, bevor man sie das erste Mal einsetzen kann. Und zum Beispiel die Drohne kostet 20, das sind der normale Aufklärer, kostet 20, das Geschütz 40 und der EMP, soweit ich weiß, 60 oder 80 sogar. So mal für euch zur Info. Aber das werdet ihr alle in den Reviews von den einzelnen Waffen noch ein bisschen mehr sehen. Ich wollte da bleiben. Dann die Finesse, verleiht 5 Diamantenstaub nach jedem Nahkampfkill oder 10 nach Nahkampfkill, also man kriegt 10 Diamantenstaub, wenn man einen gekillt hat, super. Nach der Aktivierung dieser Fähigkeit geben die zwei erzielten Kills dreimal Diamantenstaub als Belohnung. Gut, das muss man halt einsetzen. Finde ich meines Erachtens bringt das nicht. Ich habe noch nie diese ganze Fähigkeit benutzt, ich habe noch nie einen Berserker benutzt, wie auch immer. Und Spieler, die in einem Umkreis von 15 Meter sterben, beleben 2 Sekunden schneller wieder. Das finde ich eine ganz coole Sache. Das bringt den anderen wenigstens auch was. Gut, jetzt schauen wir noch kurz in die Waffen rein. Aber Waffenreview, wie gesagt, kommt später noch ausführlich über die Nacht hinweg. Und dabei muss ich gleich mal sagen, wir schauen jetzt hier mal kurz ins Outfit rein. Und zwar haben wir hier eine exklusive Tarnung dafür, dass wir VIP Level 2 sind. Ich finde, die schaut richtig episch aus. Ich mag das echt gerne, muss ich sagen. Bei Level 5 kommt nochmal eine hinzu, die gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Level 8 wiederum schaut ganz nice aus. Und dann haben wir hier noch den Camo für Weihnachten, rot. Und hier haben wir noch so ein Geschenk-Camo, die finde ich auch ganz witzig. Sonst seht ihr ja, habe ich recht, alle. Das Ganze ist ziemlich bei den Waffen ziemlich ähnlich. Da haben wir das ganze Spiel auch wieder, dass wir einmal die nice Camo haben hier, VIP Level 2. Und dann auch noch, jetzt habe ich es weggemacht, VIP Level 5, die hier, gefällt mir wie gesagt immer noch nicht. VIP Level 8, die sieht wieder ganz nice aus. Und dann eben die zwei Weihnachtssachen. Schauen wir noch die Trinkets an, die dazugekommen sind durchs Update. Und zwar haben wir, wie gesagt, in meinem Video von gestern den Schneemann, die Geschenke und die Glocken. Wie gesagt, braucht keiner, aber gibt es trotzdem in dem Game. Und sonst haben wir hier einmal die Smart Pistol. Wenn ihr es schon gesehen habt in meinem Video, das sind so gelenkte Raketen. Dann haben wir hier die Assault Rifle. Gehen wir weiter mit dem LMG. Hier haben wir noch eine Pumpgun, die schießt übelst übertrieben automatisch. Die Vosk 4. Recht gute SMG. Die Energy Rifle. Und hier die Railgun. Übrigens, die Stats oben dürft ihr nicht besonders anschauen. Ich habe in einem Uni-WLAN gespielt und da hatte ich einen Ping von 300. Da sind keine Schüsse angekommen. Dementsprechend ist das ein bisschen für den Arsch. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich noch die ganzen Reviews aufnehmen für die jeweiligen Waffen, damit ihr euch da ein Bild von machen könnt. Und ja, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Update findet. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht impressed seid, weil eben die ganze Pay-to-Win-Scheiße hinzugekommen ist. Von der bin ich übrigens auch auf keinen Fall impressed. Ich mache aber trotzdem die Videos dazu für euch, um euch einfach zu zeigen, was die Gegner für Waffen bekommen werden wird, was ihr rechnen müsst, um euch als Elite-Spieler zu zeigen, wie ihr vielleicht oder zu sehen, dass ihr, dann seht ihr vielleicht, wie man diese Spieler knacken kann und wie man dann gegen die trotzdem gut spielen kann. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns in den Reviews, die nächsten Stunden über Nacht kommen werden. Ich lade sofort, immer sofort das nächste hoch. Ich mache jetzt dauerhaft die ganze Nacht durch und dann sieht man sich im nächsten Video. Und dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen hoch da und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.